Hallöchen, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir heute Verstärkung geholt und zwar habe ich hier neben mir die Cynthia und die Hanna. Und wir sind hier gerade auf dem Rohkost-Potluck in Leipzig und die Cynthia hat mir von einem spannenden Projekt erzählt über Menstruationsschwämme. Da erzählen wir ganz am Ende noch mal ein bisschen drüber. Und wir sind aber so ins Gespräch gekommen und ich will schon ganz lange so eine Reihe machen über Menstruation, Weiblichkeit und da habe ich mir die beiden jetzt geschnappt, weil ich dachte, da können wir uns ein bisschen austauschen. Ihr steht so richtig im Thema drin. Und wir wollen euch einfach so ein paar verschiedene Produkte, sozusagen Alternativen zu regulären Tampons und Binden vorstellen, auch so ein bisschen was über unseren eigenen Weg mit der Menstruation. Was haben wir da so erforscht an verschiedenen Möglichkeiten, was du benutzen kannst während deiner Menstruation? Magst du mal anfangen, so ein bisschen was über deinen Weg zu erzählen, womit du schon so experimentiert hast? Ja, also als ich das erste Mal meine Tage bekommen habe, hat meine Mama mir gezeigt, was sie so benutzt. Und sie hat damals ganz normale Binden, aber aus Plastik, die man so in die Unterhose kleben kann, benutzt. Und hat mir dann gezeigt, auch wie ich irgendwie einen Tampon einführe, wenn ich die Binden nicht mag. Aber weil mir der Tampon und alles noch ein bisschen suspekt war, habe ich erstmal mit Binden angefangen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war es dann irgendwie unangenehm. Ich hatte Angst, dass man Blut sieht, dass man mit der Kleidung sich was abfindet, dass sich das irgendwie, das Gefühl ist komisch. Man merkt die Binde die ganze Zeit, hat mich auf Tampons umgestiegen. Und aber erstmal war alles ganz cool, weil natürlich sieht man nichts mehr, man riecht nichts mehr, man spürt nichts mehr. Aber mit der Zeit hat sich alles total trocken angefühlt und ich habe richtig gemerkt, ich will den Tampon gar nicht mehr in mich hineinschieben. Alles war so, nein, raus damit und wieder abstoßen. Dann bin ich wieder auf Binden umgestiegen, habe ich damit langfristig auch nicht wohl gefühlt. Und hat mir die Ex-Freund, hat mir die Schwester von meinem Ex-Freund von Binden, also von irgendwie so Biobinden erzählt und von Tassen und Schwämmen. Und ich wollte aber irgendwie schon was ich einführen kann. Und die Tassen waren immer noch aus Plastik, da war ich so ein bisschen, mach was mit Nachhaltigkeit und Umwelt, da war das irgendwie nicht so für mich was Gutes. Und habe den Schwamm entdeckt und benutzt und seitdem nutze ich den Schwamm und bin voll zufrieden, weil sich alles irgendwie entspannt und ich mich gut damit fühle, das trocknet sich nicht aus und es wird trotzdem aufgefangen, es läuft nicht daneben. Also für mich sind so die Bedürfnisse, die ich habe während meiner Menstruation, gut gedeckt mit dem Schwamm. Kannst du den mal, du hast einen dabei, genau. Kannst du mal zeigen? Ich glaube, viele kennen den gar nicht. Ich kann nochmal ein bisschen näher rangehen, so sieht so ein Schwamm aus und der ist jetzt in trockenem Zustand und dann kann man den nass machen, dann wird der so ein bisschen weicher, weil jetzt ist der doch irgendwie ganz schön hart. Und dann kann ich den zusammendrücken wie so ein Tampon und an der Scheidenwand einfach einführen und es flutscht rein und wieder raus. Also super easy zu benutzen. Und wenn er voll ist, dann rutscht er so ein bisschen runter. Also ich muss schon reingreifen, aber jetzt auch nicht irgendwo tief nach dem Schwamm. Ja. Und dann spülst du den über dem Waschbecken. Genau, ich halte unter klares, kaltes Wasser und dann spüle ich ihn aus, dann ist er wieder sauber. Und ich kann ihn wieder einführen. Ich komme in Kontakt mit meinem Blut und ich komme in Kontakt mit meiner Weiblichkeit und meiner Menstruation und es wird sehr plastisch. Mhm. Das ist schön. Das war auch damals also mein Weg da, wie ich überhaupt zu diesen Schwämmen gekommen bin, weil ich auch vorher Binden und Tampons so kennengelernt habe. Und so wie ich das vermittelt bekommen habe, war das auch Menstruation irgendwie was Schmutziges. So, ne? Ich wollte das verstecken, ich wollte nicht, dass jemand sieht, dass ich jetzt gerade meine Tage habe und eine Binde verwende oder so und dann auf Toilette gehe. Und irgendwann war ich dann aber so an einem Punkt, wo ich irgendwie dachte, nee, ich möchte mit meinem Blut irgendwie einen natürlicheren Kontakt, ich möchte damit in Kontakt kommen, ja, bei den Tampons. Es war halt so lange gut, wie ich irgendwie das verstecken wollte, aber dann habe ich halt auch die Schwämme entdeckt und fand das schön, irgendwie dieses, ich weiß, für viele ist das, klingt das vielleicht seltsam, aber wenn du wirklich mit dir, was dein Körper produziert, was mit deiner Weiblichkeit zu tun hat, ja, wenn das so Themen für dich sind, dann ist das zum Beispiel eine Art, damit auch direkt in Kontakt zu kommen, ja, dein Blut irgendwie zu haben, in der Hand zu haben, das so, ja, das zu sehen, das zu fühlen. Und da sind wir beide jetzt gerade so drauf gekommen, dass es diese Schwämme halt gerade gar nicht mehr gibt. So, bei mir ist es halt 15 Jahre her. Nach diesen Schwämmen bin ich dann, weil ich irgendwie keinen Fremdkörper mehr in mir haben wollte, zu so Stoffbinden gekommen. Das waren damals aber noch sehr monströse Teile. Also es war sehr, man hat es beim Laufen dann immer ganz doll gemerkt und irgendwie waren die dann, sind die auch nicht richtig sauber geworden. Und dann bin ich da wieder weggekommen von,
Also ich erzähle euch jetzt so ein bisschen so meinen Weg dann durch diese ganzen Produkte und bin dann so zu Biobinden, die halt kein Plastik mehr enthalten gekommen. Die habe ich ganz lange verwendet, war dann aber irgendwann unzufrieden, weil ich so viel Müll produziere und die sind auch nicht gerade billig. Ja, also es ist schon auch jeden Monat eine Investition. Und dann habe ich so diese Mooncups ausprobiert und kurz nachdem ich damit angefangen habe, was ja auch wieder ein Fremdkörper war, aber irgendwie wollte ich es einfach mal ausprobieren, weil es viele meiner Freundinnen benutzt haben. Und jetzt bin ich gerade bei der freien Menstruation, wo ich nur noch so ein bisschen Toilettenpapier als Backup reinlege, aber ansonsten fand ich den Aspekt da einfach schön, ja, noch mehr mit mir in Kontakt zu kommen und zu spüren, weil für die es nicht wissen, das Blut kommt nicht permanent, sondern immer in Intervallen und das zu spüren und immer achtsamer mit mir zu werden, wenn ich meine Menstruation habe und das dann, ja, auf Toilette zu gehen, wenn da wieder so ein Schwall kommt. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man sofort losgehen muss, aber man kann es dann auch so ein bisschen halten und dann lasse ich es fließen. Das mache ich jetzt seit einem halben Jahr und finde es wirklich sehr, sehr schön. Aber es ist, glaube ich, auch nur für Frauen, was, wenn du nicht so ganz stark blutest oder auch nicht so lange. Wir haben aber auch eben im Vorgespräch gemerkt, dass bei mir ist das Bluten auch weniger geworden mit der Zeit, also mit der Auseinandersetzung. Die Schmerzen sind weggegangen. Jetzt habe ich auch schon ganz lange geredet, jetzt will ich die Cindy auch mal mit einbeziehen. Magst du mal irgendwas erzählen, so von deinen Erfahrungen? Was möchtest du gerne teilen? Zum Beispiel, du hast ja Menstruationstasse länger benutzt oder so. Wie bist du dann davon weggekommen zum Schwämmchen und warum benutzt du jetzt das? Ich gehe mal noch einen Schritt weiter zurück. Und zwar habe ich auch von meiner Mama das erste Mal, als ich meine Regel bekommen hatte, so Binden geschenkt bekommen mit Plastik. Und ich habe mich immer total schmutzig damit gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich fange an, darin zu schwitzen. Ich habe es immer extrem stark gerochen. Ich hatte das Gefühl, meine Klassenkameraden riechen das, vor allem bei den Jungs. Ich habe dann immer versucht, so einen riesen Umweg, um alle zu machen während meiner Periode. Ich hatte während meiner Pubertät auch extrem starke Schmerzen und Krämpfe. Und es war mindestens einmal im Monat so stark, dass ich den ganzen Tag im Bett liegen musste. Okay. Mit meinem Rücken hatte ich nicht so starke Probleme, aber mit heftigen Bauchkrämpfen. Dann habe ich relativ zügig angefangen, eigenständig Tampons zu benutzen. Und das war ein ganz intensiver Moment für mich mit meiner Mama, weil wir waren zusammen einkaufen und ich hatte so eine Tamponpackung einfach in den Wagen gelegt und dann waren wir an der Kasse und dann meinte sie zu mir, Cynthia, ich wollte dir doch zeigen, wie das geht. Du kannst sie doch nicht einfach selbstständig kaufen. Und ich so, ja, aber irgendwie ist mir das unangenehm, wenn du mir da hilfst und mich unterstützt. Und das habe ich auch noch mal ein bisschen später gemerkt, als meine kleine Cousine auch anfangen wollte, Tampons zu nehmen. Und sie hat mich gefragt, kannst du mir helfen? Kannst du mir mal zeigen, wie das geht? Und wir waren zusammen vor einem Spiegel. Und ich hatte total große Scham davor, ihr zu zeigen, wie man den Tampon richtig einführt. Weil ich das als unrein und eklig empfunden habe. Und das hat mir total leid, aber ich konnte sie da echt nicht unterstützen in dem Moment. Und dann irgendwann, als ich von den Cups gehört habe, bin ich sofort auf Cups umgestiegen. Ich habe die ungefähr ein Jahr lang genutzt und war auch ziemlich zufrieden damit. Was heißt ziemlich? Was war das Manko, oder? Also, das Manko ist, dass ich sehr empfindlich bin im Vaginalbereich während meiner Periode und das Schmerzen bereitet hat, wenn ich den Cup eingeführt habe und wenn ich den Cup ausgefüllt habe. Aber ich dachte halt, das ist normal. Und also klar, natürlich tut das weh und so, ich habe ja gar keine andere Wahl. Das ist sehr interessant, weil Kathi hat das vorhin auch mal angesprochen, so hey, wenn wir da psychosomatisch drauf schauen, das muss nicht mit Schmerz und Leid zusammenhängen. Und dann hatte ich eine ganz ausschlaggebende Situation mit Hannah letztes Jahr, da waren wir zusammen auf dem Rainbow und hatten zur gleichen Zeit unsere Regel und Hannah hatte damals schon den Schwamm benutzt und ich habe damals noch die Tasse benutzt und wir sind Schwamm und Tasse immer zusammen wechseln gegangen in den Wäldern und haben uns immer so zwei Wasserflaschen mitgenommen, haben das dann alles ausgewaschen und dann hockten wir da einmal und ich bekam die Tasse einfach nicht raus. Und ich habe einfach zu lange gewartet und der Unterdruck wurde so stark, die Tasse war so voll, dass es nicht rausging. Und ich habe da gesessen und gesessen, eine Stunde lang und mir kamen schon die Tränen und ich habe alle möglichen Techniken ausprobiert. Und das war ein Moment, wo ich so dachte, boah, ich brauche irgendwie etwas, was noch geschmeidiger in meinen Körper reinkommt und wieder rauskommt, womit ich mich noch
mehr mit meinem Körper verbunden fühle. Und seitdem benutze ich den Schwamm und habe halt das Gefühl, so, da ist nur Natur in mir und schöner geht es gar nicht. So nachts menstruiere ich mittlerweile frei, weil ich das am allerschönsten finde, wenn gar nichts in meinem Körper ist. Aber wenn ich unterwegs bin, dann benutze ich halt den Schwamm und bin total zufrieden damit. Ich war jetzt mit Hannah in Griechenland, da ist es mir passiert, dass der Schwamm ausgelaufen ist, aber ich hatte ihn auch die ganze Nacht drin und dann noch ein paar Stunden und dann ist er ausgelaufen. Ich hatte ihn so lange drin, weil wir eigentlich ein Video machen wollten darüber, wie der Schwamm halt unter dem Waschbecken ausgewaschen wird. Wir haben kein schönes Waschbecken gefunden, deswegen habe ich gewartet und gewartet und dann war es zu spät. Aber sonst war der Schwamm immer super safe, genauso wie die Tasse auch. Bei mir ist es noch nicht passiert, aber man kann tatsächlich auch einen kleinen Schwamm hinterher schieben als Backup sozusagen. Okay. Und dann läuft das aus dem ersten Schwamm in den zweiten Schwamm. Das habe ich nie gemacht, aber können wir mal ausprobieren. Ja, mir ist es jetzt auch noch nach deiner Geschichte irgendwie ganz wichtig, dass wirklich die Tasse trotzdem eine gute Alternative ist zu herkömmlichen Binden oder Tampons. Ich habe damals zur Tasse gewechselt, weil ich nicht mehr so viel Müll produzieren wollte und das ist ja auch bei dem Schwamm gegeben, das ist bei den Stoffbinden gegeben. Ja, also wenn wir uns überlegen, wie viele Frauen so ganz normal Tampons und also auch mit Chemikalien versetzte Tampons verwenden, wodurch, ja, wenn du jetzt zum Beispiel auch auf der Suche bist nach schmerzfreien oder einfach deine Schmerzen lindern möchtest während der Menstruation, dann kann das halt auch daran liegen, an den Chemikalien in den Tampons oder überhaupt, dass ein Tampon in dir drin ist. Ja, das irritiert den Körper. Oder auch die Binden, diese herkömmlichen, die sind mit irgendwelchen Gels, mit Parfüms, ja, und es gibt immer mehr Frauen, die Probleme haben mit Pilzen, ja, und das kann auch an solchen Sachen liegen. Oder wir sind auch drauf gekommen, die Unterwäsche. Ja, ich verwende nur noch Baumwollunterwäsche, weil die Synthetik sich nicht gut für mich angefühlt hat. Dann sind wir kurz auf die Frage gekommen, gibt es sexy Baumwollunterwäsche? Und da eine von euch beiden hat so einen coolen... Es gibt einen Internetshop mittlerweile, der heißt Ehrlich. Ja, und ich verlinke den mal unten. Ja. Und die haben so, ja, ganz nette Baumwolle. Ja, das ist auch Öko-Baumwolle, genau, und halt auch mit Spitze so, ne? Also wer da sexy sein möchte und ökologisch, der kann da mal gucken. Ist natürlich was anderes als jetzt diese herkömmlichen Spitzen-BHs oder Unterhosen, aber schon eine schöne Alternative. Ja, also ich habe mich da auch schon umgeschaut. Ja, und was auch natürlich schön ist, wenn man irgendwie anfängt, einfach keine Unterwäsche mehr zu benutzen und sich damit irgendwie wohlfühlt. Oder was bei mir auch ein großer Unterschied war einfach keine BHs mehr zu tragen mit Bügeln, sondern auf Bügel fallen. Ja. Das fühlt sich auch schon viel natürlicher an, aber man sieht es nicht so doll. Das kann so ein Zwischenschritt. Ja, das ist bei mir. Also ich habe diese Bustiers, weil ich trage schon lange keine Bügel mehr, weil ich gemerkt habe, so dass, und auch, es gibt ja auch so Hinweise, dass es irgendwie zu Krebs führen kann und so, ne? Aber es ist schon natürlich. Aber jetzt kommen wir so ein bisschen vom Thema ab. Wir schwingen mal zurück, weil was ich gerade noch wesentlich finde, ist halt so mit diesen Schmerzen, mit der Menge an Blut, ne? Das ist ja eigentlich das, was viele dann auch interessiert, wo es, wie können wir Frauen uns irgendwie in die Kraft bringen oder uns unterstützen, dass wir nicht glauben, Menstruation ist gleich Schmerz, weil für mich war das eine völlig neue Information, dass du eine schmerzfreie Menstruation haben kannst und dass das nicht automatisch zusammengehört. Nur weil da sich die obere Hautschicht löst, heißt es nicht, dass das mit Schmerzen verbunden sein muss. Und als es mir das erste Mal passiert ist, dass ich keine Schmerzen hatte, dachte ich so, oh, da ist jetzt, also ich bin jetzt keine Frau mehr, da fehlt was, so die Schmerzen sind nicht mehr da, ne? Und ich war voll erschrocken. Mittlerweile ist es immer so, dass ich keine Schmerzen habe, nur noch so ein Ziehen. Und ich würde sagen, dass das viel mit meiner Auseinandersetzung mit dem Frausein, auch mit der Menstruation, mit meinen weiblichen Rundungen und natürlich auch die Beziehung Mann-Frau, wenn ich für alle, die heterosexuell sind, aber ja, dass diese ganze Auseinandersetzung, kommt gerade ein Pferdchen vorbei, dass das auch unterstützt. Habt ihr da noch irgendwelche Erfahrungen und Tipps, die ihr teilen wollt, so auf eurem Weg, wie das vielleicht weniger schmerzhaft geworden ist? Oder? Also bei mir hat ganz, ganz viel ausgemacht, mich mit meinem Zyklus zu beschäftigen und dass der Zyklus keine Last ist und auch die Menstruation keine Last ist und es nicht mehr, juhu, ich bin nicht schwanger und ich bin gesund, sondern oh, ich habe meine Menstruation, ich ziehe mich zurück in mein Innenleben und das ist irgendwie ein Potenzial, da steckt eine Kraft drin, das kann für mich eine Bereicherung sein und sowieso mein Zyklus hat mich total
zu mir gebracht und irgendwie den Kontakt mit mir, dass es okay ist, dass ich mich verändere im Laufe eines Monats. Mhm. Das war so, boah, krass, okay, ich verstehe mich wieder. Es ist nicht mehr so, hä, was ist los mit mir? Und da irgendwie in Frieden mitzuleben, hat ganz viel meine Menstruation auch verändert. Das ist echt so ein, ich ziehe mich jetzt so, ich bin sensibler und sehr empfindsam, wenn ich meine Menstruation habe. Und das ist aber nichts Schlechtes, sondern dass ich da einfach mich liebevoll um mich kümmere. Und ich hatte selten Krämpfe, aber immer sehr krasse Rückenschmerzen während meiner Menstruation. Und die sind auch, ich hatte auch letztens das erste Mal erlebt, so eine komplett schmerzfreie Menstruation. Ich hatte sogar Energie und war so, was? Mhm. Ist alles okay? Das ist total krass gewesen. Ja. Mhm. Ja. Bei dir noch? Also mir geht es ganz ähnlich wie Hannah. Und was ich gerne noch hinzufügen möchte, ist, ich versuche meine Menstruation zu nutzen. Also ich gucke vorher, okay, wann werde ich meine Periode bekommen. Ich versuche mir irgendwie die Tage relativ frei zu halten. Das ist gerade noch schwierig für mich, aber ich strebe das auf jeden Fall an, das in den nächsten Monaten voll umzusetzen. Hm. Und wenn ich meine Menstruation dann habe, dann weiß ich, okay, jetzt sind Themen dran, wie loslassen, abgeben, Innenschau betreiben. Ich kann irgendwie Erkenntnisse von dem letzten Monat nochmal ganz gut aufschreiben und so. Wie Hannah das auch schon gesagt hat, so Innenschau betreiben und in die dunklen Seiten meiner selbst gucken. Mhm. Und wenn ich das schon sozusagen plane für den nächsten Monat, dann bekomme ich total Lust auf meine Menstruation und freue mich total. Ja. Und auch wenn ich irgendwie weiß, oh, ich werde am nächsten Vollmond meine Menstruation haben, ich gucke dann immer zum Mond und denke, oh, jetzt geht's los. Ja. 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 Ja, das kann auch echt geschenkt sein. Ja, schön. Und es geht, glaube ich, wirklich darum, oder es geht für mich wirklich darum, die Menstruation aus der dunklen Ecke rauszuholen, ne? Ans Licht zu bringen, auch immer mehr Videos darüber zu machen und darüber zu unterhalten. Ich lebe gerade an einem Platz, wo sich manche Frauen rot anziehen, wenn sie ihre Menstruation haben und das ganz öffentlich, offensichtlich zeigen. Und also gibt es viele Arten, sich damit auseinanderzusetzen und ja, wir wollen euch Mut machen. Schnapp dir deine Freundin oder deinen Freund oder wen auch immer und sprecht darüber, tauscht euch aus und setzt euch damit auseinander. Und das ist wirklich, ja, das trägt viel dazu bei, eine schmerzfreie, angenehme Menstruation zu haben und die wirklich als Geschenk zu empfinden. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, vertrau dir selber. Also du kennst dich selbst am besten und geh irgendwie auf den Weg und erforsche, es gibt eine Vielfalt an Möglichkeiten, an Produkten, an Ratgebern, an Büchern. So, geh auf die Suche nach dir selbst und vertraue, dass das, was sich für dich anfühlt, auch das Richtige für dich ist. Mhm. Genau. Und was für mich auch noch ganz viel Heilung gebracht hat, war, mich nicht nur mit meinen Freundinnen und anderen Menschen auszutauschen, verbal, sondern tatsächlich auch vor meinen Freundinnen Tampons zu wechseln, Binden zu wechseln, die Schwämme voreinander auszuwaschen. Und wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass ich auf einer öffentlichen Toilette den Schwamm auswaschen kann, ohne dass ich komisch angeguckt werde. Ja, genau, das ist jetzt der richtige Moment. Wollt ihr noch was über euer Projekt erzählen? Wir suchen nämlich Menschen, die einen Laden haben für Luna's Bonja. Erzählt mal was darüber. Was ist euer Projekt? Ich auf jeden Fall großartig unterstützenswert. Also uns ist einfach super wichtig, dass eine gewisse Vielfalt auf dem Markt, in den Läden und online da ist, damit eben Frauen entscheiden können, was habe ich für Bedürfnisse und was deckt die am besten. Und Menstruationsschwämme gibt es momentan in ein paar Online-Shops schon zu erwerben, aber wir möchten, dass man die leicht zugänglich hat und nicht nur irgendwo zu bestimmten Zeiten irgendwie, dass man das schwierig findet, sondern am liebsten im Drogeriemarkt, im Bioladen um die Ecke. Und deswegen gründen wir ein Business, damit wir Schwämme aus Griechenland, Naturschwämme aus dem Meer, hierher bringen und euch Frauen zugänglich machen. Genau, und die erste Ladung Schwämme, die haben wir jetzt gerade importiert. Genau. Wir sind gerade aus Griechenland wiedergekommen. Die Schwämme wird es zu kaufen geben in einem Online-Shop von David Ekwe Ebobi. Der hat auch einen YouTube-Channel. Und dann noch falls ich dran denke, packe ich den mal unten rein. Und dann noch in einem Unverpacktladen in Bamberg und perspektivisch gesehen auch noch in anderen Unverpacktläden. Genau, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder selber einen Laden habt, wo ihr euch vorstellen könnt, diese Schwämme anzubieten, dann kontaktiert einfach, in der Infobox findet ihr einen Kontakt von den beiden. Ja. Die haben auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich auf jeden Fall auch mal darunter. Wie heißt der? Der heißt auch Luna Sponja gerade, aber der Name wird noch verändert werden, das ist noch kein Name. Okay, aber der Link ist unten drin und dann findet ihr die beiden auf jeden Fall. Ich danke euch sehr, es ist irgendwie mir immer eine Freude, so andere Frauen zu erleben, die auch dieses Bedürfnis haben, zu empowern, also so uns gegenseitig immer weiter
ja, in unsere Kraft zu bringen und dass wir alle strahlend durch die Welt laufen können, toll. Ohne Eifersucht und Neid, sondern genau. Ja. Toll. Jede, ja, ja. Ja, das war's von uns und bis zum nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao.